Am Abend des 8. März wurde das Bürgerhaus Bennohaus zu einer riesigen Verkaufsfläche. Hier fand ein ganz spezieller Flohmarkt statt. Wir sind gerade beim Klamottenkult, dem ersten Frauen- und Mädchenflohmarkt hier bei uns im Bennohaus. Den ganzen Abend über konnte an rund 40 Verkaufsständen nach Kleidung, Schmuck und Accessoires gesucht werden. Dieser Aufforderung zur Schnäppchenjagd wurde sehr gern nachgekommen. Im Moment sieht es ganz gut aus, also ich glaube, es füllt sich langsam. Ich hatte ein bisschen Angst tatsächlich, weil es ja der erste Flohmarkt ist, aber im Moment ist die Resonanz ganz gut, es ist ganz gut angekommen bis jetzt. Das Fazit am Ende des Abends fiel durchweg positiv aus. Nachdem für 4 Stunden reichlich verkauft, gekauft, getauscht und verschenkt worden war, schloss der erste Klamottenkult im Bennohaus die Tore. Eine Wiederholung wird auf gar keinen Fall ausgeschlossen. Auf jeden Fall, wir wollen es jetzt öfter machen. Natürlich, saugeil.